Die Ausstellung Hollein Calling im Architekturzentrum Wien geht dem Phänomen Hans Hollein nach. Sein Slogan »Alles ist Architektur« wird zum Leitbild, welches sich bis heute in Arbeiten jüngerer Architekturgenerationen widerspiegelt. Hans Hollein ist für seinen Satz »Alles ist Architektur« bekannt und darunter kann man vieles verstehen. Einerseits geht es um den Gestaltungsbegriff, also was ist überhaupt unter Architektur einbefassen. Es ging Hollein darum, nicht nur über Bauten nachzudenken, sondern überhaupt über, wie Architektur im allgemeinen Leben eine größere, stärkere Bedeutung haben kann. Zum Beispiel auch die Möbel, sein Interieurs. In erster Linie waren es die Vereinigten Staaten, die Hollein in seiner Frühzeit beeinflusst haben. Hollein wurde bekannt als Meister der architektonischen Inszenierung, der wieder sinnliche und emotionale Momente in der Architektur einführte. Eine Periode, die sehr, sehr viel Einfluss auf seinen Raumgedanken und seinen Architekturbegriff hatte, war natürlich das Barock. Also das barocke Wien mit seinen Achsen, mit seinen interessanten Straßenbezügen, mit seinen interessanten Gebäuden, war unter anderem ein Reservoir, wo natürlich dieser Architekturbegriff und die Art und Weise, wie Hollein mit Raum umgegangen ist, verhaftet war. In Österreich und seiner Heimatstadt Wien blieb man ihm gegenüber lange reserviert und so erlangte er vor allem durch Aufträge im Ausland internationales Ansehen. Aus internationaler Perspektive wird Wien als eine große Inspirationsquelle verstanden. Das heißt, zeitgenössische Architektinnen und Architekten schauen nach Wien, um sich inspirieren zu lassen. Und selbstverständlich ist Hollein da einer der wichtigsten Protagonisten der neueren Zeit. Hollein Calling eröffnet für die Besucherinnen und Besucher eine kaleidoskopische Erfahrung mit vielfältigen, oft überraschenden Blickwinkeln auf scheinbar bekannte Arbeiten von Hollands kleine Architekturen wie Retti und Schulin, aber auch über das Haashaus im Herzen von Wien. Ein wesentliches Projekt Hollands in Wien ist natürlich das Haashaus. Das Haashaus ist ein sehr prägnantes Eckhaus in der Innenstadt. Und interessant ist, dass die Geschichte und die Entwicklung des Haashauses sehr eng auch mit Hollands Auseinandersetzung mit der inneren Stadt eigentlich verbunden ist. Die erste Auseinandersetzung damit fällt gar nicht eigentlich mit dem Bau des Haashauses. Schon bevor das Haashaus eigentlich konzipiert und geplant worden ist, hat sich das Atelier Hollein mit dem Vorplatz, eigentlich mit dem Stock am Eisenplatz auseinandergesetzt, um im Zuge der U-Bahn-Errichtung dort Raumkonzepte und Ideen von einer Platzbildung auch anzudenken. Auf jeden Fall reiht sich Hans Hollein unter die ganz großen Architekten der Moderne wie Oskar Niemeyer und Richard Neutra ein.